Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch etwas ganz Neues ausprobieren. Also für mich ist es wirklich komplett neu. Ich habe es zwar schon mal so ein bisschen gesehen, habe mich damit aber nicht genauer beschäftigt. Und jetzt habe ich das einfach in einem Shop entdeckt. Da wird das quasi nochmal neu angepriesen. Was das ist und wie das Ganze so funktioniert, das zeige ich euch in dem Video und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Meine Nägel sind jetzt bereits schon vorbereitet, also ich habe die alte Masche erst einmal entfernt. Dann habe ich natürlich auch meine Form schon befeilt und ich habe die Nagelhaut auch noch gründlich entfernt. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Nägel übrig gelassen, um euch das Ganze zu zeigen. Und ich kann euch auch schon etwas zu der Haltbarkeit sagen, denn ich habe das Ganze jetzt schon über eine Woche getestet, aber dazu später mehr. Als erstes trage ich jetzt einen Dehydrator auf und zwar auf dem gesamten Nagel und lasse das Ganze gut einziehen. Und weiter geht es mit so einem Dipping-Systemkleber. Ich werde euch übrigens alle Produkte unten in der Infobox nochmal verlinken, also schaut da gerne noch einmal vorbei. Den trage ich jetzt auf den gesamten Nagel auf. Hierbei solltest du aber darauf achten, dass du den Kleber nicht in die Nagelränder laufen lässt, also gut 1 mm Platz lassen. Wenn du da noch nicht ganz so geübt bist, dann lass ruhig ein Stückchen mehr Platz, das ist überhaupt kein Problem. Bei dem Kleber habe ich übrigens die Variante Mittelviskos gewählt. Ich wollte, dass das Ganze nicht so schnell verläuft und daher habe ich mich für den entschieden. Beim Auftragen von diesem Kleber empfehle ich dir übrigens, in der Mitte anzusetzen von deinem Nagel. Somit hast du nicht einfach nur einen dicken Klebepunkt hinten am Rand und musst da irgendwie was fallen, sondern somit kannst du diesen quasi Klebepunkt immer noch gut verstreichen. Solange der Kleber jetzt noch gut nass ist, geht es weiter mit dem Dipping-Puder. Wie der Name schon sagt, da dippst du jetzt einfach mit deinem Nagel hinein und dadurch, dass das Ganze ja klebt, bleibt das Puder da richtig gut haften. Das überschüssige Pulver klopfst du einfach ab oder gießt auch nochmal mit einem Pinsel darüber. So sieht das Ganze nach dem Abpinseln aus und das Ganze bildet jetzt sozusagen unsere Basisschicht. Jetzt trage ich noch eine zweite Schicht von dem Dippingkleber auf und du siehst, dass dieser Pinsel aussieht wie von einem Nagellack. Beim Nagellack ist das allerdings manchmal so eine Sache, da sind die Pinsel manchmal ziemlich schwer im Auftrag, muss ich sagen. Hier verspreche ich dir aber, der Pinsel ist wirklich super glatt und das Ganze lässt sich super einfach damit auftragen. Und dann geht es wieder in das Puder, solange der Kleber noch nass ist. Beim Puder habe ich mich übrigens für die Variante Milky Rose entschieden und dieses Puder ist wirklich sowas von ultra fein und unglaublich weich. Das macht so, so viel Spaß, da hineinzudippen, also probiert es unbedingt mal aus. Nachdem ich das überschüssige Pulver wieder gut abgepinselt habe, trage ich jetzt den Aktivator auf. Der Aktivator ist jetzt dafür gedacht, dass das Material nochmal komplett durchhärtet. Und was soll ich hiermit sagen? Wir sind jetzt eigentlich auch schon fertig. Und so schaut das jetzt aus, wenn das ganze Material komplett durchgetrocknet ist. Das Trocknen geht allerdings innerhalb von Sekunden, also das dauert auch überhaupt nicht lange. Während ich hier jetzt den nächsten Finger bearbeite, möchte ich dir jetzt einfach noch ein paar Sachen über das Dipping-System erzählen. Wie du gesehen hast, brauchst du für das Dipping-System lediglich vier Sachen. Einmal den Dehydrator, den Dipping-Kleber, dann ein Pulver nach deiner Wahl, da kannst du dir wie gesagt verschiedene aussuchen und einen Aktivator. Wenn du dann nicht unbedingt mit Gel weiterarbeitest, brauchst du hiermit auch keine LED- oder UV-Lampe oder sonstige Lampen. Das kannst du dir hiermit ersparen, denn das Ganze trocknet ja wie gesagt an der Luft. Das Ganze finde ich super praktisch für den Urlaub, denn für den Urlaub packe ich mir sonst immer ein kleines Paket zurecht, sozusagen für den Notfall. Und da muss ich auch meine Lampe mitschleppen und. Und hiermit brauche ich jetzt einfach keine Lampe mehr, sondern wirklich nur diese vier Sachen und das finde ich total praktisch. Zum Tragegefühl kann ich euch sagen, dass es wirklich sehr angenehm ist. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich ein absoluter Gel-Fan und bei Acryl zum Beispiel mag ich das Tragegefühl nicht. Das ist mir einfach zu extrem steif. Das ist für mich einfach total unangenehm. Bei dem hier muss ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr fest, aber es ist absolut nicht unangenehm. Dann kommen wir jetzt zur Haltbarkeit. Ich habe das Ganze jetzt circa seit über einer Woche getragen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so lange, aber für ein erstes Fazit würde ich sagen, reicht es denn schon aus?
Ich muss sagen, es hat alles wirklich super gut gehalten. Es ist nichts abgeplatzt, es ist nichts abgesplittert, es ist auch nichts gebrochen. Also da kann ich euch wirklich sagen, jetzt nach über einer Woche, es ist absolut nichts passiert. Und ich bin jemand, ich gehe überhaupt nicht vorsichtig mit meinen Nägeln um. Auch nicht auf Arbeit oder sonst irgendwie was. Ich bin da nicht behutsam. Bei mir müssen Nägel einfach halten. Wenn das Ganze nicht hält, dann ist es für mich ungeeignet und dann komme ich lieber auf ein anderes System zurück. Aber wie gesagt, das Ganze hat super gehalten. Wenn du dann das Dipping-System aufgetragen hast und das Ganze gut durchgetrocknet ist, dann kannst du dir jetzt überlegen, wie du jetzt weiter fortfährst. Entweder du lässt das Ganze jetzt so als sozusagen eine Verstärkung oder du kannst jetzt nach Belieben einen Nagellack auftragen. Ich mache jetzt allerdings weiter mit Gel und habe mich hier für dieses Pink entschieden. Das Farbgel trage ich jetzt in einer dünnen Schicht auf und danach lasse ich das in der LED-Lampe aushärten. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, das Dipping-System ist für kurze bis mittellange Nägel. Also wenn ihr so extrem lange Nägel habt, dann müsst ihr das Ganze mal testen, wie das so hält. Schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare, wenn ihr da schon Erfahrung habt. Nachdem das Farbgel gut ausgehärtet ist, trage ich jetzt noch eine dünne Versiegelungsschicht auf und lasse das Ganze wieder gut aushärten. Solltest du noch irgendwelche Fragen zum Dipping-System haben, dann schreib mir das natürlich gerne unten in die Kommentare. Und damit du kein neues Video mehr von mir verpasst, kannst du mich auch gerne kostenlos abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis bald, ciao!